Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir haben das letzte Mal ja einen schweren Dungeon, ja, so ein Nebengebiet gemacht, Last Refuge. Und jetzt müssen wir durch die Ruinen von Weilin gehen. Da haben nämlich auch noch drei Nebengebiete. Das College können wir noch nicht betreten, okay. Ja, schauen wir mal. Dankeschön für die, ja, zahlreichen Aufrufe für mich. Ich bin ja sehr schlicht. Also, ist eine Freude, dass ich ohne große Werbung so eigentlich schon recht wachse. Und ja, ihr dürft mich gerne unterstützen, weil ich ja eben selber nicht gerade so wachsen kann ohne eure Unterstützung. Aber alles ist natürlich freiwillig. Wer mir gerne hilft, der darf mir da natürlich gerne helfen. Aber es ist eben freiwillig. Und das Spiel macht immer mehr Spaß. Ich habe jetzt einen zweiten Charakter noch begonnen. Einen großen Orb, Sorcerer. Und der hat eigentlich schon recht viel Macht mit Feuer Nova momentan noch. Macht recht viel Damage. Und das ist einfach mein Farm-Charakter. Den kann ich dann auch mal noch in meinem Video zeigen, aber momentan machen wir lieber den noch ein bisschen weiter, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Und meistens so in der Nacht, wenn ich mal nicht schlafen kann oder so, mache ich dann weiter mit dem Sorcerer. Genau. Ja, und mir geht es eigentlich immer wie besser, also es wird wahrscheinlich jetzt auch immer mehr Videos kommen. Ja, ich habe aber auch viel vor und deshalb kann es halt einfach mal sein, dass mal kein Part kommt, einen Tag oder so. Aber das wisst ihr ja, weil ich ja nicht abhängig bin von täglichen Videos. Muss ich halt schauen, also es geht halt viel voran in meinem Leben. Vor allem mit dem Fußball und so, und dann bin ich eventuell manchmal auch ein bisschen zu müde, um jetzt gerade aufzunehmen, dass ein Part noch kommt am Tag. Aber ich schaue, dass ich natürlich sehr regelmäßig die Videos hochladen kann. Und ja, wird sicher irgendwie besser gehen, wenn ich jetzt mehr Sport machen kann. Ich denke, ich kann mein Talent auch zeigen, dass ich eigentlich besser bin als die meisten Fußballer, aber einfach noch nicht so fit bin. Ich würde ja gerne fitter sein, aber ich bin ja nicht gesund. Ich habe halt schwere Krankheiten und deshalb geht halt alles nicht so leicht bei mir. Das Leben ist kein Ponyhof, es ist schwer und kompliziert. Man muss viel denken, man muss intelligent sein, man hat so viele Ansprüche. Und deshalb bin ich auch so glücklich, dass ich hier auch Livestreamen und Let's Playen kann. Aber jetzt momentan geht halt Livestream noch nicht so gut. Das Headset wurde leider abgelehnt, also die Bezahlung wurde abgelehnt. Keine Ahnung wieso, was Amazon Probleme macht in der Schweiz, aber gut. Muss ich halt das über Axpo oder so kaufen. Prag, glaube ich, heißt es. Oder über Zalando oder keine Ahnung, was in der Schweiz gibt für Märkte. Ich bin auch eher informiert auf, in Deutschland oder in Europa oder so. Und sogar mehr in den USA informiert über Shops. Ich kenne in der Schweiz wirklich nicht so viele Shops. Meistens haben die Probleme bei mir auch gemacht. Mit der Bezahlung und so. Ja. Bitte ändern Sie die Bezahlung auf Kreditkarte. Was mache ich denn? Mit der Kreditkarte bezahlen? Ich weiß nicht, was Amazon für Probleme macht. Ja, die Probleme. Soll ich ein bisschen Live-Leech nehmen? Ne, ich mache noch einen Damage mehr. Wir brauchen Damage. Also einer ist hier, der andere, vergessen viele, ist im Norden. Direkt Richtung Norden, zu einem Schädel-Cave. Ja, und der ist ja der uns betrügt. Auch böse ist. Also laut ihm müssen wir einen
Chef töten, so ein Beschwörer. Und wenn wir das gemacht haben, greift er uns auch noch an, weil er natürlich böse für korrumpiert ist. Und das hat sich jetzt geändert. Doch, das hat sich geändert. Okay. Die machen recht viel an den Maps. Also, ja, eigentlich so ziemlich der Anfang ist komplett geändert. So, nachdem man, ja, die Pilzfarm betreten hat, ist alles irgendwie anders. Und, ja. Eigentlich möchte ich Rebook nehmen. Ja, Warpath ist einfach nicht so geeignet für Feuer. Für Ding schon. Aha. Hat sich das auch geändert? Also zuerst Mana-Regeneration. Ich suche das gerade kurz. Ist da unten, ja. Okay. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Also einfach das hier auf 4 und dann das auf 4 und Element Protection auf 4, Armor auf 4. Ja, machen wir das auch noch. Movement Speed ist auch nett. Ja, machen wir auch noch länger. Sehr gut. Wegfenster. Nein. So. Jetzt haben wir ja eigentlich Sentinel fertig. Paladin haben wir auch angefangen schon. So, immer mehr Damage. Penetration sogar noch. Sehr gut. Dann mal schauen. Oh, das ist ab gut schon. Also der Angriff reif ist extrem gut schon. Rebook muss jetzt halt erst mal noch leveln. Aber da kann man One-Hit killen, die kleinen Gegner. Schon ziemlich gut. Ja, immer wieder einsetzen, sehr gut. Auf Cooldown halten. Also der Charakter wird relativ schnell jetzt. Ja. Das ist doch toll. Ich glaube, die haben das einfach ein bisschen umgekehrt in die andere Richtung, aber anders sieht das Gebiet jetzt noch nicht so aus. Ja, immer Arbeitszeit sparen, ne? Mal etwas gut überarbeiten. Machen Sie lieber auf Arbeitszeit. Ja, mehr Entwickler einstellen, die euch helfen. Aber es ist ja ein gutes Spiel. So kritisieren muss ich es jetzt auch nicht, aber es ist für einen Beta-Start noch zu wenig fertig, leider. Okay. Stärke brauche ich nicht. Hallo! Guten Tag, liebe Spinnen, ihr seid so süß. Kuscheltierchen. I cannot do that. Ihr seid sofort tot, ihr Verlamm. Nein, nicht Telefon. Ich nehme nicht ab. Und ich habe wieder Giftscharten kassiert. Ja, klar. Sie weiß, dass ich aufnehme am Nachmittag. Sie muss gar nicht anrufen. So spät auch, ey. Ganze Zeit immer nur die Freundin. Aber dafür habe ich jetzt eine Hausbesichtigung. Also Wohnungsbesichtigung. Habe ich bald eine eigene Wohnung. Die kann ich für jeden Tag besuchen gehen. Ach ja. Aber leider bin ich jetzt momentan beschäftigt mit Aufnahmen. Aber es ist immer so. Mache ich eine Aufnahme, ruft jemand an. Mache ich keine Aufnahme, ruft niemand an. Ist immer so. Die Leute haben nur noch am Nachmittag Zeit. Und ich muss aufnehmen am Nachmittag. Ich habe auch nur am Nachmittag Zeit. Sonst spiele ich zu viel. Nee, ich mache natürlich morgens Training, mittags Arbeit eigentlich. Also so sollte ich dann arbeiten. Und dann weiß ich nicht, wann ich aufnehme. Gestern? Nicht mehr heute. Man weiß nie, wann man Zeit findet. Die Zeit ist einfach so richtig zu klein. Der Tag ist immer zu schnell vorüber.
Schlafen kann man auch nie richtig lange. Scheiß Leben. Aber gut, es ist ein bisschen gesünder, das Leben jetzt. Ich hätte auch am liebsten immer zu Hause gehockt und ja, alles gönnt oder so, aber naja. Ihr seht es ja, ich wachse kaum ohne Werbung. Und deshalb bleibe ich wahrscheinlich schon fast immer klein. Da dürft ihr mir gerne noch ein bisschen unterstützen. Ich werde dann natürlich auch besser. Das PewDiePie. Nein. Wäre doch schön, wenn ich besser bin als PewDiePie. Bekomme ich auch so einen Red Button. Ich finde Red gut. Red Diamond Button, oder so heißt er. Keine Ahnung. Aber bei 100 Millionen Dollar bekommt man den. Ich will ihn gerne mal sehen. Wenn jemand ein Bild hat, bitte posten. Bei Discord oder so. Oder bei Twitter. Ja, bei Twitter bekommt ihr eigentlich immer Updates. Folgt mir mal. Drago Basler Let's Play. Bekommt ihr die Updates. So, macht richtig viel Spaß, aber es ist ein großes Gebiet hier. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Also, einfach immer in die Richtung vom Pfeil, aber es ist so ein großes Gebiet. Die haben das viel, viel größer gemacht. Also, das vor dem Patch war, das ist so ein kleines Gebiet, das man eigentlich, ja, das in einer Minute gemacht hat. Aber jetzt hängen wir schon ein bisschen länger dran. Sollte gleich nicht immer mitten in die Gegner reinpushen. Aber gut. Solange die Spinnen nicht so übertrieben bossig sind wie der hier jetzt. Der ist nicht so groß, dann der hat viel größer. Ein Buff. Ach, hab das. Man kassiert so viel Gift und ich finde einfach. Ich finde immer Elemental oder Void Protection, aber nie Gift Protection. Das ist leider noch nicht so gut eingestellt. Ich entwickle. Kritik. Gift ist zu stark am Anfang. Später wahrscheinlich auch noch. Ne, später habe ich eigentlich recht viel Giftresistenz gefunden. Damals im Mai und Juni, wo ich recht viel gezockt habe. Da habe ich ja noch den Streamer Pinex recht gut zugeschaut. Hä? Wir haben ihn besiegt? Okay. Ah, das war wahrscheinlich der Untote. Also, ja. Weiß ich noch. Also da hat es versaut, er hat mit dem Leben abgeschlossen. Gut. Pech. Wir sind immer stärker. Die Gegner wissen nie, dass wir stärker sind. Finde ich doof. Aber sonst gäbe es kein Diablo oder kein Path of Exile, der Kitava oder der Shaper. Nee, dann hätten alle Angst von uns, oder? Das ist doch gut für die Story, wenn die einfach mal herhalten müssen. Ja, jetzt machen wir noch den anderen Skillpunkt Dungeon. Ich glaube, da gibt es sogar zwei Skillpunkte. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Oh ja, Ignite. Aber ist es stärker? Ja, ist Cold Damage noch. Ich probiere mal ein bisschen mit dem, ne? Der Dach ist Level 24, der hat Level 20. Ein Vitalität. Nö. Ich weiß nicht, wieso die Handschuhe. Ah, vielleicht zum Lagern. Okay. Ich weiß nicht, ob ich in Crystal Minion Health noch brauche. Auf dem Relic. Na komm. Ist mir egal. Mal schauen, wie wir jetzt kämpfen mit weniger Angriffsgeschwindigkeit. Ist natürlich schon ein bisschen schwer. Ich denke, wir sind genug stark. Wir nehmen die andere Waffe wieder. Aber die hat einfach diese Ward Protection noch. Oh, macht nicht so viel Schaden. Also, ausrüsten, lagern, geht ins Crafting. Die Spinnen waren ein bisschen verwirrt, habe ich so das Gefühl. Und so ist in die falsche Richtung. So, da wir ein Bolt müssen wir jetzt unbedingt nehmen. Haben wir jetzt irgendwie die Aura bekommen? Weil Holy Aura wurde irgendwie entfernt. Ich brauche doch Holy Aura. Wir haben nur Healing Wind. Ein Stench, zwei Stench, aber Holy Aura.
Holly Stance oder wie das heißt. Nö. Wurde entfernt, hä? So. Und was haben wir noch gemacht? Mit Holly haben wir. Ja. Wir haben beides gemacht, okay. So, da ist es. Jetzt müssen wir mit diesem Cube reden. Der Wies ist irgendwie so modern. Was heißt das irgendwie? Schaltlauf oder so etwas? Schaltkreis? Produkt oder so etwas? Der Weiß, was er das der Weiß ist. Findet man zu wenig. Kommt einfach zu wenig voran. Sprachgebrauch. I cannot do that. Ja, Stärke. Würde ich ja gerne alles cuben, aber ich habe zu wenig Materialien. Also ich habe schon viel, aber ich möchte jetzt zuerst einmal ein bisschen sammeln können. Ich weiß nicht welches. Ich brauche, glaube ich, diesen hier. Schon 116, aber ist das schon ausgegeben für so Low-Level-Items? Nee, oder? Hallo, da ist das Skelett. So, weg damit. Also einer muss rechts unten. Prima. Ja, also. Aha, durch die Wände durch. Cool. Hat Rebook eingesetzt. Wollte das eigentlich aufsparen für Notfall. Ja, ich habe ja keine Lebensregeneration oder nur wenig. Schon. Ach, das ist so eine gute Charakterklasse. Ich hätte nie gedacht, dass das so stark momentan ist. So richtig unvoraussehbar Charakterbild. Aber es ist schön, also dass Nahkampf einfach nichts kassiert fast, also mit Gift und so, und trotzdem noch mega stark ist, macht eigentlich schon viel leichter. Muss ich schauen, dass der Socker überhaupt gut zum Farmen ist dann, wenn der Paladin stärker ist, oder bringt es ja eigentlich gar nicht mit dem... Ja, aber ich denke, der Ice Snow ist immer noch mega stark. Sonst hole ich halt eben diesen Sacrifice-Bild raus. Ich mache ihn halt neu, weil er ein bisschen riskiert ist. Aber gut. Der schafft 300 Rifts. Also Rifts-Maps. Nicht richtig gut. 3 müssen wir holen. Okay, das wird er nicht angezeigt. Es wird nur einen Pfeil angezeigt. Und der eine, den wir schon am Anfang genommen haben. Also 2 Pfeile. Jetzt sind es 3 Pfeile scheinbar. Ja, aber es ist gut, dass die Dungeons so groß sind. Also bei Diablo 2 hatte ich immer das Gefühl, die Dungeons waren viel zu klein, zum irgendwie looten. Bei Path of Exile sind sie meistens gar nicht ertragreich und deshalb macht man das nie. Eher die Maps und so. Und jetzt, bei Last Epoch sind die eigentlich richtig gut. Die Drop-Rate ist einfach unter Level 50 mega schlecht. Aber über Level 50 ist sie zu hoch. Die müssen das anpassen. Das ist schon ein Hauptproblem von Last Epoch. Dass man einfach die Items nicht so bekommt, wie man sie will. Also ja, einfach dann nicht bekommen, wenn man sie braucht. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann droppen sie, weil... Ja, mit Level 100 kannst du immer noch Level 1 Items droppen. Also die droppen immer noch und tun dadurch den Loot schlechter machen. Also dann hast du einfach weniger Chance, an gute qualitative Items zu kommen. Ja, und dann sehen sie auch immer gleich aus, sie variieren nicht, das ist auch noch ein kleines Problem. Ah, hier ist der, okay. Und ja, es gibt noch ein paar Probleme. Last Epoch ist einfach noch nicht so weit, dass es jetzt wirklich so kann. Ja, das Spiel macht Spaß, es hat einfach noch Probleme. Aber das Spiel macht trotzdem Spaß, einfach immer diese Probleme. Naja. Ah, okay. Ja, da habe ich natürlich schon ein paar Mal.
Ich habe irgendwo ein Charakterlager, wo ich noch ganz viele doppelte Sets und Uniques habe, aber den müsste ich in einem Berg von Charakteren suchen. Ich muss mal alle Charakter so benennen, dass ich sehe, was sie beinhalten. Also so Mulis machen. Also, Ignite Change brauchen wir jetzt momentan nicht. Wäre schon gut, 100% zu haben, aber. Ah ja, ich glaube, wenn man über 100% hat, dann bekommt man Chance, also dass man doppelt Ding macht. Also, es wäre schon nicht schlecht. Ab zuerst der ein Bolt. Ist aber wahrscheinlich, ja, magisch. Deswegen macht es nicht so viel Schaden. Können wir später rausnehmen, aber wir gehen jetzt zuerst auf Davenport. Und schauen das dann gleich mal an, wenn wir Gegner finden. Ah ja, habt ihr gesehen? So ein kleiner Schuss. Ist eigentlich ein Feuerball aus. Ja, Licht. Okay. Interessant. Okay, dann können wir raus aus dem Dungeon. Gleich nochmal ein bisschen weiterlaufen. Aber der nächste Part kommt eigentlich bald. Also, ich denke in einem Tag, aber ich kann auch schauen, dass ich zwei Videos von Last Epoch bringen kann. Aber es wird halt knapp. Ja. Jo. Okay. Oh, das sieht eigentlich richtig cool aus, wenn wir schnell einen Angriff machen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl. Wie heißt der Angriff? Brief ist der stärkste Angriff. Also Warpath ist gar nicht der stärkste Angriff. Sozusagen für den Blutungsbeet. Ach. Brief hat Blutung. Akrit hat es zum Beispiel, das nehmen wir dann noch. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir gehen, glaube ich, nicht auf Crit. Void Damage macht's, aber Bleeding macht scheinbar nicht. Explodieren, das wäre auch cool. Müssen wir da mal schauen, was sie nehmen. Ja, und zum Beispiel hier, ja, Skips Strike 3. Und so Sachen brauchen wir nicht. Das ist eher negativ für uns. Aber was wir eben nachschauen wollen, ist, was haben wir bei Fenegans für Schadenstypen? Armor und Fire Protection wäre eigentlich nicht schlecht. Also, aber wir haben genügend ja, Fire Protection Reduzierung bei Gegner. Deshalb brauchen wir das nicht. Attack Speed ist natürlich cool. Aber ja, eben diese Einblades funktionieren irgendwie nicht so. Man sieht sie nicht und ist nicht so toll. Also bei Rife bleiben und eventuell später nach Warpath gehen, aber die haben keine Blutung, nur Area of Effect und so. Okay. Ja, Armor Penetration brauchen wir nicht und irgendeine Chance brauchen wir denn eigentlich auch nicht unbedingt so. Weil wir removen ja den Ignite wieder. Dann müssen wir das rausnehmen. Das ist jetzt auch nicht so stark. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt gleich ein Skill-Level up. Ja. Jetzt müssen wir noch kurz ein bisschen denken, was wir machen. Also was ich jetzt noch mache, ist, weil das Video vorüber ist jetzt, also länger ich schon ja da ist, dass ich jetzt noch zum Waypoint laufe. Sonst müssen wir das nochmal machen. Das ist nicht so toll. Mal schauen, ob ich irgendwas noch finden werde, aber eher nicht. Also, wir haben hier noch Kittle Change. Wir haben Life Leech. Wir machen jetzt mal Life Leech auf 2 und dann auf Opportunist auf 3. Und machen hier nochmal Ignite. Ich mache beides nicht Ignite. Ich weiß es jetzt nicht, ob es jetzt 2 oder 3 Ignite pro Schlag oder so jetzt so viel bringt. Aber ich möchte lieber irgendwas anderes noch nehmen.
Zum Beispiel hier hinziehen müssen wir irgendwie erreichen. Ja, machen wir den Schlag 2 mehr Aria perfekt. Und der Deckspeed natürlich nehmen wir Challenge noch. Ja. Okay. Und hier haben wir eigentlich jetzt Mana voll. Da gehen wir auf Live. Okay, dann ja, bis zum nächsten Part und Dankeschön für den Support. Tschüss. Ah ja, Tschüss.